Moin und herzlich willkommen zu dieser Bücher-Challenge. Bei dieser Challenge geht es darum, wie gut ich meine Bücher und wie gut ich mein Bücherregal kenne. Ich wurde von der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen zu dieser Challenge nominiert und ich sage vielen lieben Dank dafür. Ich habe ihr Video auch nur bis zur Hälfte geschaut und noch nicht die Fragen bzw. die Aufgaben mir angeguckt, damit ich mich jetzt nicht so gut darauf vorbereiten kann. Ich habe diese Challenge zwar schon mal auf den Kanal von Sarah von A Court of Wanting Books gesehen und fand diese Challenge schon da ziemlich spannend, lustig und kreativ und habe auf jeden Fall Bock gehabt mitzumachen. Habe mir das auch schon notiert und die liebe Ruth hat mich da einfach nochmal dran erinnert und jetzt möchte ich natürlich auch gerne dabei sein. Es geht darum, dass man mehrere Bücher raussuchen muss, die etwas Bestimmtes erfüllen müssen, ein bestimmtes Detail. Und das in einer bestimmten Zeit. Also man stoppt die Zeit und guckt dann, wie schnell man diese Bücher rausgesucht bekommt. Ich werde mich auch dabei filmen, sodass ihr sehen könnt, wie ich mich dabei abmühe. Aber ich werde das natürlich ein bisschen auf schnell laufen lassen, so wie Ruth das auch gemacht hat. Guckt auf jeden Fall bei der lieben Ruth vorbei und auch bei der lieben Sarah. Das hat mich sehr amüsiert. Gut, ich habe mir hier die Aufgaben ausgedruckt. Wie gesagt, noch nicht durchgelesen. Und werde jetzt erstmal die Zeit stoppen und mir die Bücher raussuchen und euch dann zu den jeweiligen Aufgaben die Bücher zum Schluss dann alle vorstellen. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich natürlich noch einige Booktuber auch nominieren. Ich nominiere die liebe Kali von Kalis Books, die liebe Jackie von Bibliomanie, die liebe Jenny von Jennys Lesestoff und ja, irgendwie nominiert man immer dieselben, ne? Aber so ist es eben. Ich nominiere noch die liebe Sibi vom Kanal Coyote Diaries und die liebe Melanie von Melanie Liest und die liebe Steffi vom Kanal Steffis kleiner Bücherexpress, genau, denn ja. Da wird sicherlich auch bald wieder was Neues kommen. Dürft ihr euch drauf freuen. So, jetzt soll es aber losgehen. Auf geht's. Ich habe 30 Minuten dafür gebraucht, also Ruth war um einiges schneller. Ich glaube, sie hat nur 10 Minuten gebraucht. Aber ich habe mir jetzt auch nicht so gestresst. Ich wollte auch in Ruhe gucken und nicht gleich aufgeben, wenn ich irgendwas nicht gefunden habe. Aber ja, war interessant. Bei manchen wusste ich sofort, bei manchen musste ich suchen. Bei manchen bin ich leider tatsächlich erfolglos geblieben, was mich so ein bisschen selber aufregt. Aber was soll's, da ist jetzt nichts zu machen. Ich werde euch jetzt die Ergebnisse zeigen, die ich rausgesucht habe, anhand meines schlauen Zettelchens und wird dann immer rübergehen und die Bücher holen. Ja,
Da ist die erste Aufgabe gewesen. Hast du ein Buch mit Büttenrand, also so ein ausgefranster Buchblock? Da ist mir tatsächlich sofort eins eingefallen und ich glaube, das ist auch das einzige. Kleinen Moment. Und zwar ist das dieses Buch hier, was ich dazu gefunden habe. Ihr seht, könnt ihr das erkennen? Das hat so ausgefranste Enden. Ja, Silenus von Robert Jackson Bennett ist ein Horror-Fantasy-Roman, ein richtiger Geheimtipp, könnte man sagen. Werde ich euch mal die Rezension verlinken, wenn ich dran denke. Es ist ja was ganz Besonderes. Es geht um eine Schaustellertruppe und um einen jungen Mann, der seinen Vater sucht und sich dieser Schaustellertruppe anschließt, weil er glaubt, in dieser Truppe was über seinen Vater herauszufinden. Aber diese Truppe hat etwas zu verbergen. Und ja, die Vorstellungen, die sie geben, werden sehr, sehr besonders und sehr, sehr unheimlich durchgeführt. Die nächste Aufgabe lautet: Hast du ein Buch mit drei Leuten auf dem Cover? Das habe ich zunächst einmal völlig falsch verstanden, habe einfach nur mit Leuten gelesen, dachte, was ist das für eine komische Aufgabe? Dann habe ich es aber doch nochmal richtig gelesen und musste ein bisschen suchen und habe dann schlussendlich Rainer Maria Schröder auf der Spur des Falken gefunden. Das ist der zweite Band der Falkensaga, ein Abenteuer-Geheimbund-Roman, auch eine richtig coole Reihe. Wer Abenteuer und Geheimbünde mag, geht durch verschiedene Länder, durch Deutschland, durch Frankreich, durch England und durch Ägypten und geht auch so ein bisschen in die Indiana Jones-Richtung. Richtig cool. Und hier seht ihr drei Personen: einer, der die Fahne schwenkt, der andere, der sein Gewehr hochreißt und einer, der noch hier davor steht. Dritte Aufgabe: Hast du ein Buch, das auf einer anderen fiktionalen Geschichte basiert? Da habe ich ziemlich viele, weil ich ziemlich viele Märchenadaptionen habe, konnte ich da ziemlich auswählen und war schon fast schwer, sich zu entscheiden, weil ich so viele davon habe. Der geheime Name von Daniela Winterfeld ist nämlich eine Märchenadaption auf Rumpelstilzchen. Und die habe ich jetzt einfach mal ausgesucht, weil ich sie länger nicht mehr in die Kamera gehalten habe und weil das auch so ein bisschen unüblich ist. Viel ist Schneewittchen, Dornröschen wird viel genommen, aber ja, Rumpelstilzchen eher selten und hat mir auch wirklich gut gefallen, diese Adaption, und deswegen ja, ist das das geworden. Viertens, hast du ein Buch mit einem Titel, der 10 Buchstaben lang ist? Das war so eine Aufgabe, wo ich ein bisschen längere Zeit brauchte, wirklich jeden Titel irgendwie durchzuzählen der Buchstaben, wo ich mir dachte, das könnten ungefähr 10 Buchstaben sein. Und ich habe tatsächlich eins gefunden, aber es hat gedauert. Und zwar bin ich bei Saphir Blau hängen geblieben von Kerstin Gier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saphir Blau, wenn man jetzt nicht den Untertitel mitzählt, das darf man dann nicht, aber ich denke mal, es ist okay, wenn man den nicht mitzählt. Das ist der zweite Band der ja, Zeitreise Reihe von Kerstin Gier und hat richtig Spaß gemacht zu lesen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht kennt. Fünftens, hast du ein Buch mit einem Titel, der mit dem gleichen Buchstaben beginnt, mit dem er auch endet? Da dachte ich auch, dass ich da ziemlich lange gucken muss, aber mir ist sofort ein Buch ins Auge gefallen und das war es denn schon. Eisflamme von Chris DeLacy ist mir gleich ins Auge gesprungen. Ja, fängt mit E an und endet mit E. Und als ich dieses Buch rausgezogen habe, ist mir gleich wieder aufgefallen, wie wunderschön diese Cover doch sind. Ich habe sogar noch ein zweites Buch, was hier jetzt in dieses Video geschafft hat. Und ja, ich mag sie sehr. Sind Kinderbücher. Mal eine etwas andere Drachenthematik, wo die Drachen nicht große majestätische Wesen sind, sondern eher Drachen, die etwas klein und ein bisschen frech sind. Hast du ein Buch von einem Autor, der ein Pseudonym verwendet? Da musste ich tatsächlich ein bisschen suchen, aber ich habe mich irgendwie ganz dunkel daran erinnert und ich hatte tatsächlich recht mit dem einen Buch, was ich mir dachte. Eileen P. Roberts hat Der Feenturm geschrieben und Eileen P. Roberts ist Pseudonym von der Autorin Claudia Lössel.
Beide sagten mir vorher tatsächlich nichts. Arlene P. Roberts klingt vielleicht ein bisschen internationaler als Claudia Rössel oder Lössel. Wie war das jetzt? Ich möchte es nichts falsch sagen. Claudia Lössel. Ja, aber sonst sagten mir beide nichts. Oh, mein Akku ist bald leer. Ich hoffe, ich kriege das noch hin. Hast du ein Buch mit dem Charakternamen als Titel? Auch da war mir sofort klar, welches Buch ich nehmen möchte. Eragon von Christopher Paolini. Eragon ist ja der junge Mann, der hier zum Drachenreiter ausgebildet wird. Dieses hier ist der dritte Band. Auch diese Cover sind echt genial. Finde ich um einiges schöner als die neuen Cover. Aber da gibt es die einen und die anderen, also verschiedene Meinungen. Auch eine richtig coole High-Fantasy-Reihe, die ich nur empfehlen kann und die richtig viel Spaß macht, Abenteuer, Action und Emotionen bringt. Und natürlich Drachen. Ganz viel Drachenmomente. Hast du ein Buch, das zwei Karten hat? Da ist mir tatsächlich Game of Thrones eingefallen, aber die sind da ganz oben und da komme ich leider nicht so gut ran. Deswegen musste ich ein bisschen wieder gucken bei meinen High-Fantasy-Titeln. Da weiß man ja auf jeden Fall, da sind Karten drin. Ja, ist meistens immer nur eine Karte drin, aber ich bin natürlich fündig geworden. Nevernight von J. Christoph hat vorne, ich finde die Karten echt cool, weil die so ein bisschen auf alt gemacht sind, schon so ein bisschen angedunkelt sind. Hat vorne eine Karte von Gottesgrab. Das ist eine Stadt. Und hinten ist das Land abgebildet, und zwar ist das Etreia, glaube ich, ne? Mal eben schauen. Ja, Etreia. Ja, ziemlich cool gemacht. So, Vorsicht, Vorsicht. Nevernight ist eine sehr blutige und heftige High-Fantasy-Reihe, aber hat auch viel Innovatives. Und ist mit viel schwarzem Humor gespickt, hat mir gut gefallen mit einigen Abstrichen, aber es war auf jeden Fall was Besonderes oder es ist was Besonderes. Hast du ein Buch, das zu einer Serie verfilmt wurde? Da ist mir gleich was eingefallen, aber das habe ich gerade rezensiert und das wollte ich denn eigentlich nicht nehmen. Und natürlich Game of Thrones, aber wie gesagt, da komme ich nicht ran. Also ist es denn doch das geworden, was ich gerade rezensiert habe. Shirley Jacksons Spuk in Hill House habe ich gerade für euch rezensiert und dazu gibt es ja relativ neu eine Netflix-Serie, die gar nicht so viel mit dem Original zu tun hat, aber es basiert auf jeden Fall, ihr seht ja auch hier den Sticker, auf jeden Fall auf diesem Buch und deswegen passt es hier sehr gut rein. Der Hu Horror- oder beziehungsweise Grusel-Klassiker, der als Begründer der Haunted House-Romane steht. Hast du ein Buch, das von einer berühmten Person geschrieben wurde? Und ich habe es jetzt mal hier so interpretiert, dass diese berühmte Person kein Autor oder keine Autorin sein soll, weil dann würde man ziemlich schnell fündig werden. Da könnte ich J.K. Rowling, George R. R. Martin, Tolkien und Stephen King und sonst noch ja, Autoren nehmen, die wirklich berühmt sind mittlerweile. Ich habe aber hätte das auch gemacht, wenn ich jetzt nichts anderes gefunden hätte. Aber habe dann doch noch was gefunden, was ja, von einer berühmten Persönlichkeit geschrieben wurde, die nicht hauptberuflich Autor ist. Reinhold Messner ist wirklich nicht dafür berühmt geworden, dass er Bücher schreibt, sondern dass er ein Extremabenteurer, ein Extrembergsteiger ist. Und natürlich hat er viele Bücher geschrieben, die von seinen Abenteuern berichten. Oder eben wie hier Absturz des Himmels hat er über die Erstbesteigung des Matterhorns geschrieben. Und natürlich auch mit seinen Erfahrungen konnte er gut diese Bergsteiger, dieses Bergsteiger-Feeling mit reinbringen. Aber ich war jetzt nicht sonderlich begeistert. Es hat sich immer sehr, sehr viel wiederholt, aber die Geschichte an sich ist schon sehr, sehr spannend. Aber ich würde tatsächlich eher empfehlen, eine Dokumentation darüber zu gucken, als dieses Buch zu lesen. Aber auf seinem Gebiet hat er natürlich Unglaubliches geleistet. Das möchte ich ihm gar nicht absprechen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht unbedingt als Mega-Autor in die Annalen eingeht. Für etwas anderes auf jeden Fall.
Hast du ein Buch mit einer Uhr auf dem Cover? Das hat mir besonders Spaß gemacht, zu überlegen, wo könnte eine Uhr drauf sein, und bin schlussendlich fündig geworden. Und zwar bei diesem Buch hier, Der geheime Zirkel Circes Rückkehr von Libba Bray. Hier haben wir nämlich den Big Ben und natürlich ist da auch eine Uhr zu finden. Ja, nicht relativ groß, aber es ist eine Uhr drauf. Ich finde das Cover sehr, sehr hübsch. Hier haben wir eine Internatsgeschichte im viktorianischen England und ein ja, Mädelszirkel, die ja, in eine Parallelwelt gelangen. Eine sehr interessante Mischung auf jeden Fall. Hast du ein Buch mit Gedichten? Ich bin ja nicht so der Gedichtband-Fan und lese mir nicht einfach nur so Gedichte durch. Allerdings gibt es einige Romane, wo öfter mal Gedichte vorkommen. Da ist mir Tolkien eingefallen, der ja oft Lieder und Gedichte einwebt. Ich hatte erstmal so bei mehreren Büchern geguckt, bei Kapitelanfängen gibt es ja auch oft die Fälle, dass ja, diese Kapitel mit Gedichten eingeleitet werden. Und dann ist mir noch Alice im Wunderland eingefallen. Da habe ich ja verschiedene Ausgaben. Das ist jetzt hier die Inselausgabe, zweibändig, Alice im Wunderland. Und ich habe da mal so ein bisschen durchgeblättert und da sind einige Gedichte, die ja sehr, sehr skurril sind, aufgeschrieben. Mal gucke ich, ob ich hier jetzt mal eins finde. Eben hatte ich mehrere. Hätte ich mir ja auch mal einen Marker reinmachen können. Ja, hier zum Beispiel. Von Alice selbst vorgetragen, wie emsig doch das Krokodil den Schwanz sich aufgebessert und jede Schuppe fern am Nil im Golde hat gewässert. Wie freundlich blickt sein Auge drein, wie klar quillt seine Träne, wenn es die Fischlein lockt herein in seinen milden Zähne. Das macht sogar noch ein bisschen Sinn. Nachher gibt es so ein paar Gedichte, die irgendwie gar keinen Sinn mehr machen und die auch interessant, ja, aufgeschrieben werden von der Textoptik. Das werde ich jetzt aber nicht nochmal vorlesen. Auf jeden Fall gibt es da mehrere Gedichte in Alice im Wunderland. Hast du ein Buch mit einem Award-Aufkleber? Tja, da muss ich tatsächlich leider passen. Es gibt zwar viele Bücher, die mit Award-Aufklebern bei mir ankommen, aber ich zuppel diese Aufkleber sehr schnell wieder ab. Es gibt Bücher, bei denen kann man die nicht abziehen, kriegt man sie nicht ab oder einige Aufkleber habe ich auch gar nicht abgezogen. Aber ich finde, die meisten Aufkleber sind so diese Bestseller-Aufkleber. Ich habe einige Bücher gefunden, wo Aufkleber drauf sind, allerdings keine Aufkleber, die von einem bestimmten Award oder Preis sprechen. Ich wusste, wo auf welchem Buch etwas drauf stand, aber da war es leider nicht mehr drauf, deswegen kann ich euch jetzt keins zeigen. Hast du ein Buch von einem Autor mit den gleichen Initialen wie du? Auch hier muss ich leider passen. Ich habe aber dennoch was rausgesucht, was annähernd passt, ein bisschen geschummelt ist. Ich habe wirklich das gesamte Buch durchgeschaut. Meine Initialen sind R und L. Und es gibt wirklich sehr wenige Autoren mit einem Vornamen mit R. Und die hatten dann leider keinen Nachnamen mit L. Ich habe mir dann aber dennoch ein Buch rausgesucht, was ja, trotzdem meine Initialen enthält. Und zwar ist es der Autor R.L. Stein. Stein ist der Nachname, der, ja, müsst ihr euch einfach wegdenken. Aber R.L. sind meine Initialien. Sind wahrscheinlich zwei Vornamen von ihm. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht, wie er nochmal. Fällt mir gerade ein, Robert Louis Stevenson hätte ich auch nehmen können. Fällt mir gerade ein, Robert Louis Stevenson hätte ich auch nehmen können. Ja, finde ich jetzt gerade nicht. Ich weiß aber, dass es irgendwo zu sehen ist. Aber hier sind immerhin meine Initialen mit enthalten. Hast du ein Buch mit Kurzgeschichten? Auch Kurzgeschichten bin ich jetzt nicht der übermäßige Fan von, aber da bin ich tatsächlich fündig geworden. Die Einhörner, herausgegeben von Fabienne Siegmund, ist eine Anthologie mit verschiedenen Illustrationen und mit verschiedensten Geschichten von verschiedensten Autoren und Autorinnen zum Thema Einhorn. Von modernen Geschichten bis hin zu
ja, klassischen magischen Einhorngeschichten ist alles dabei. Ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde. Es ist jetzt auch nicht so das typische Glitzer-Einhorn, was hier geschrieben wird. Ja, auch die Aufmachung gefällt mir, auch dass die Seiten so rein weiß sind. Auch die Illustration finde ich toll. Eine wirklich gelungene Kurzgeschichtensammlung. Hast du ein Buch, das zwischen 500 und 510 Seiten lang ist? Da merkte man schon, dass man das ganz gut als Vielleser einschätzen kann, wie viele Seiten ein Buch hat, und habe dann ziemlich schnell so die Dicke der Bücher gefunden, die ungefähr diese Dicke aufweisen. Bei manchen war es sehr, sehr knapp drüber oder sehr, sehr knapp drunter. Aber auch da habe ich irgendwann ein passendes gefunden. Und zwar ist das wieder aus dieser Drachenreihe von Chris DeLacy. Und zwar diesmal der letzte oder der dritte Band, Feuerstern. Auch sehr, sehr hübsch, finde ich. Und das Buch hat tatsächlich 509 Seiten. Aber auch nur, wenn man die Seiten mitzählt, die noch beschriftet sind, gezählt werden. Also hier hinten, wo die Geschichte zu Ende ist, wo etwas über den Autor steht, da ist gar keine Seitenzahl mehr dran. Das wäre die 510. Seite, und dann kommt noch ein bisschen Werbung. Wenn man die jetzt nicht mitzählt, dann passt es auf jeden Fall gut rein. Und ich denke, das ist auch richtig so, weil wird ja, wie gesagt, auch eh nicht mehr nummeriert. Und die letzte Frage: Hast du ein Buch, das von zwei oder mehr Autorinnen geschrieben wurde? Auch das konnte ich in meinem Bücherregal finden. Stephen King und Peter Straub haben Der Talisman gemeinsam gelesen. Das ist, glaube ich, der erste Stephen King gewesen, den ich gelesen habe. Das ist schon ein bisschen her. Und ja, dieses Buch müsste ich eigentlich nochmal lesen. Dazu gibt es ja auch schon einen zweiten Teil. Es ist tatsächlich mal ein Fantasy-Roman von Stephen King, kein Horror. Es hat wieder so seine ordentliche Dicke und hat auch so seine zähen Momente. Jedenfalls damals hatte es das. Da war ich aber auch schon ein bisschen jünger als jetzt. Und vielleicht hätte ich jetzt ein bisschen einen längeren Atem. Es hat tatsächlich fast 1000 Seiten. Ja, mal schauen, ob ich da irgendwann mal wieder zugreife. Ich habe es bisher noch nicht aussortiert, weil ich tatsächlich gerne nochmal dazu greifen würde. Aber ja, es gibt so viele andere tolle Bücher. Es gibt tatsächlich noch eine Bonusfrage, wo ich mich so ein bisschen durchgeguckt habe, aber leider nichts gefunden habe. Und zwar ist die Frage: Hast du ein Buch, das in deinem Geburtsjahr erschienen ist? Also ich habe entweder Klassiker, die also weit vor meinem Geburtstag erschienen sind. Ich bin 1989 geboren. Das nächste, was ich gefunden habe, war 1982. Ja, da liegen 7 Jahre zwischen. Ja, leider nicht, leider nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, dass der Grund, ja, es türmt sich bis hier oben auf. Ich hätte vielleicht noch zwei Bücher hinlegen können, dann wäre Schluss gewesen. Also eigentlich passt es genau. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Bock hat, macht auf jeden Fall mit. Natürlich habt ihr jetzt schon die Fragen gehört, wenn ihr jetzt bis hierhin durchgeguckt habt, aber es macht ja nichts, wenn ihr die trotzdem die Challenge machen wollt, ohne die Zeit zu stoppen oder ja, ohne so ganz unvoreingenommen daran zu gehen. Macht ja nichts, wenn ihr die Aufgaben schon kennt, dann sucht ihr einfach so etwas dazu raus aus eurem Bücherregal, ganz in Ruhe. Das kann man ja auch machen. Ich habe mich jetzt ja auch nicht gehetzt. Ich habe jetzt natürlich zu den einzelnen Büchern nicht so viel gesagt, aber ich glaube, das ist bei der Menge von Büchern auch gar nicht unbedingt notwendig und auch gar nicht so unbedingt der Sinn der Sache gewesen. Aber ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitgenommen aus diesem Video. Vielleicht könnt ihr ja so ein, zwei Aufgaben auch erledigen. Und wenn ihr kein Video dazu dreht, sondern einfach mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare schreibt, das würde mich auch interessieren. Ich freue mich, noch einige Challenge-Videos dazu zu sehen. Wenn ihr das Video schon gedreht habt und jetzt nicht nominiert wurdet hier, dann schreibt mir auch das gerne in die Kommentare, dann gucke ich gerne mal vorbei. So, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.